Manchmal sagen Bilder mehr als Worte. Labour-Chef Keir Starmer auf dem Weg ins Wahllokal, umringt von Dutzenden Unterstützern. Premierminister Sunak geht den Weg allein mit seiner Frau. Umfragen sagen Starmer einen großen Triumph, vielleicht sogar die größte Mehrheit in der britischen Geschichte voraus. Im Wahlkampf reichten dafür einfache Slogans. Wir wollen einen Wandel. Wir stellen das Land an erster Stelle und bieten der arbeitenden Bevölkerung unsere Hilfe an. Nach 14 Jahren konservativer Regierung sind die Briten erschöpft. Viele haben seitdem weniger Geld im Portemonnaie. Das Land wirkt heruntergewirtschaftet. Wir sind ein reiches Land, haben aber tausende Tafeln und Millionen Kinder, die in Armut leben. Der Brexit war nix, die Wirtschaft ist zerstört, wir haben keine Investitionen. Es ist Zeit für einen Wechsel. Ich wähle, damit er kommt. Für Rishi Sunak und seine konservative Regierungspartei könnte die Wahl bitter enden. Mit dem Verlust von 2/3 ihrer Sitze im Parlament. Auch das wäre historisch. Die Menschen haben die Nase voll vom Verhalten der Konservativen. So ist die Stimmung. Sie hoffen, Labour macht es besser. Geschieht kein Wunder, kommt es bereits morgen am Regierungssitz zum Machtwechsel. Mit dem Auszug von Rishi Sunak und dem Einzug von Keir Starmer.